Hallo, an diesem drüben Mittwochnachmittag besucht uns Matla. Heute mal wieder was Besonderes, ein kleiner Parcours für dich. Über das Wettbewerbsrecht zum EDV-Recht und natürlich etwas Yoga auf der Yogamatte im Parcours. Ist das was? Sehr gut. Lecker. Wird es hier gleich gegessen? Dann räumst du aber die Nussschalen bitte selbst weg. Hier ist schön warm, gell? Besser als draußen bei dem Regen. Was hast du vor? Aha. Habe ich gegessen. Das ist noch was ganz Besonderes. Das hatten wir noch nie. Sich auch noch bei der Wärme hier reinsetzen und die Nussschalen übrig lassen. Da staunt selbst der Rechtsanwalt. Er hat ja im IT-Recht schon viel gesehen. Und Matula auch schon auf dem Parcours. Aber dass Matula sich einfach hier auf die Yogamatte setzt, anstelle ertüchtigende Übungen macht, die Nuss einfach aufisst, das ist wirklich sehr erstaunlich. Außerdem muss ich jetzt langsam weiterarbeiten. Aber gut, das nehmen wir nochmal auf. Das ist ja wirklich sehr erstaunlich. In aller Seelenruhe. Das zeigt, er fühlt sich wohl. Ist ja auch schon lange Jahre unser Gast. Und für seine Fernsehauftritte und sonstigen Auftritte soll ihm auch etwas Zeit eingeräumt werden. In der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn du es eilig hast, geh langsam. Das hast du dir wahrscheinlich jetzt gedacht. Darf es noch ein Kaffee sein oder ein Cappuccino? Matcha Latte, Latte Macchiato? Irgendwelche sonstigen Wünsche? Aber es wäre schon schön, wenn du dann die Nussschalen wegräumst. Ich glaube, da bin ich etwas zu optimistisch. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Dokumentationsvideo, wie essen Eichhörnchen Nüsse. Das ist leer. Ah ja, wegräumen ist gut. Und jetzt? Ist leer. Jetzt ruft er mich an und fragt, wo gibt es die Nüsse? Jetzt schaut er mich auch noch an. Bisschen EDV-Recht. Du könntest mir einen Vertrag fertig machen, da gibt es auch noch eine neue Nuss. Ja. Also gut, dann holen wir noch eine neue Nuss, oder? Also, du weißt ja, wo die Nüsse sind. Letztens war er nämlich in der Kanzlei und hat sich die Nüsse geholt. Das war ganz erstaunlich. Komm mal hier. Hier. Komm. Hier gibt es noch eine feine Nuss. Na komm. Da ist die Nuss. Komm. Ja, komm her. Komm. Matula, was ist jetzt los? Also gut, wir wollen die Zuseher in den angeschlossenen Fernsehanstalten nicht zu lange auf die Folter spannen. Das war Matula heute am Mittwochnachmittag aus der Kanzlei Rauschmann Rechtsanwälte in Wiesbaden.